Willkommen zum Nachschlag vom Kampf der Reality-Stars mit exklusiven Szenen. Liebe Freunde, wir wollen jetzt versuchen, gemeinsam den Schmerz zu bewältigen, der uns heute durch den Verlust eines unserer glamourösesten Stars ereilt hat, auch wenn wir dadurch eine Menge Champagner einsparen. Aber ich bin einfach kein Heuchler und ich will dir sagen, ich gebe dir meine goldene Münze und ich hoffe auf Besseres. Es tut mir leid, ich möchte das nicht mehr hören. Ich möchte, du in dein Leben besser zu werden. Claudia, Terje, that's it. Fernseh Deutschland im Schock. Claudia Obert wurde von uns gegangen. Diese Stunde der Wahrheit hinterlässt eine tiefe Lücke im sozialen Kartenhaus unserer Reality-Stars. Aber Claudia trägt ihr Schicksal mit Würde. Schminksachen und Klamotten einpacken und dann erstmal den offenen Champagner austrinken, damit mir ja nichts verkommt. Das ist gelebte Nachhaltigkeit. Das Glas bleibt aber bitte hier, ne? Naja, was soll's. Sonst verdurstet sie uns noch auf der Heimfahrt ins Hotel. Na, gnädige Frau, wie geht's? Es geht mir super. Ich hatte heute einen super Tag. Ich habe super gekämpft im Spiel. Stimmt, das war menschlich beeindruckend. Ja, ich hätte fast gewonnen, dann wäre ich safe gewesen. So eine vollendete Eleganz hat man im deutschen Leistungssport seit Steffi Graf eigentlich gar nicht mehr gesehen. Gewonnen hätte Claudia aber nur deshalb fast, weil André Mitleid mit ihr hatte. Na, hau ab, du Arsch! Ich wusste, ja, wer sich so benimmt, macht sich nicht beliebt bei den Mitspielern. Wer sich so überlegen zeigt, das ist ja schon fast wie Klaus Kinski, ja, Niveau sieht von unten aus wie Arroganz. No problem. Life is a party. And no party ohne Claudia. Partymäßig war da ja gerade nicht viel los. Wir sind Lebenslust pur. Da kommt das Leben. Claudia und Gina. Von wegen, da war partymäßig nichts los. Claudia hat nicht nur alles gegeben, sie hat auch alles getrunken. Wie soll man der Nachwelt erklären, dass die Kollegen so eine Stimmungskanone rausschmeißen? Woran hat's gelegen? Ja, ich meine, ich war ja mit denen auf Konfrontation. Sorry, ich hatte ein Problem mit denen. Wieso muss ich lesen? Ja, dann also hör auf mit du, Scheiße. Du hör auf. Ja, Mann. Nein, lies das auf euch. Das ist ja seine Nein, Community. Lass es okay. Den Bachelor lesen. Lass es wenigstens jemand lesen, der lesen kann und nicht nur diese Heulerei. Gott, dich an. Ist natürlich sehr unklug, wenn man sowas macht, ja? Der Prinz hasst dich auch, ne? 100 pro. Ich habe 4 Tage mit dem nicht mehr geredet. Ich habe ihm immer irgendwelche Schimpfwörter zugeteilt. Wir erinnern uns lebhaft. Ich bin aber keine Masochistin! Ja, danke, dass du es kennst. Deine Ehefrau ist eine Masochistin gewesen. Shut up. Leave my wife alone. You leave my wife alone, alright? Leave my wife alone. Liebe, my wife passed away. Leave her alone. Don't talk about my wife, okay? Don't ever use her name. And you shut up, you old bone. Das war so klar wie Klosbrühe. Aber es macht nichts. Oh, das war klar. Und ich meine, mein Leben wird nicht schlechter durch diese Geschichte, ja? Mein Konto nicht kleiner. Aber ich weiß, das Publikum, die Nation wird hinter mir stehen, ja? Man darf nicht mehr mit dem Bikini rumlaufen bei 40 Grad. Ich meine, ich habe ihm das ja massiv um die Ohren gehauen, verbal. Wahrscheinlich hat ihn noch nie eine Frau so zugetextet wie ich, ja. Und dass er in der Position ist, eine Goldmünze zu werfen, ja. Verbal hat er mir es jedenfalls nicht gegeben. Und das sehe ich auch als Bestätigung meiner Person. Noch nie hat ein Mann mich klein gekriegt, verbal. Sportlich, mit Kraft und Macht schon. Meist sitzen diese Säcke ja irgendwo am längeren Hebel. Aber man hätte sich ja auch mal zusammensetzen und alles bereden können, oder? Zum Beispiel bei einer Flasche Sekt. Leute, der Typ blöft und der Typ ist eine linke Socke. Ich hab's kapiert und ich weiß, wie man mit so Leuten umgeht. Wenn der mir was erzählt, dann kriegt er was zurück, ja? Da habe ich überhaupt kein Problem mit, dass ich das als Niederlage sehe oder als Misserfolg. Ja? Im Leben bin ich denen allen überlegen. Glückwunsch dazu. Liebste Claudia, vielen, vielen Dank für deinen tollen Beitrag zu unserer Familiensendung. Das ist sowieso alles Sinn und Unsinn. Ist alles egal. Ich bin im Hotel. Gute Nacht.
Viel Spaß mit der Minibar. Und wir Hinterbliebenen müssen nun lernen, dass das Leben auch ohne Claudia weitergehen kann. Aber okay, kleiner Spoiler, das tut es auch. Folge 4 wird wieder ein Glanzlicht der Hochkultur. Da schwöre ich auf mein Champagnerglas. Cheers.